Das Regio TV Plus ist für euch jetzt mitten in der Stadt. Wir sind am oberen Teil der freien Strasse. Hier sieht man auch schon, was für die Zukunft alles parat gemacht wird. Die ganze Strasse wird frisch gemacht. Das ist aber heute nicht das Thema, sondern das Thema ist, was wird denn auf den Strassen in Basel überhaupt geboten? Und dazu ist bei mir der Thomas Bretscher. Thomas, der hat einen Belebungsfonds. Wie heisst der Fonds genau? Und seit wann gibt es den? Was steht dort dahinter? Also der Stadtbelebungsfonds ist ein Kessel oder eine Kasse, kann man sagen, mit 6 Millionen Franken für die nächsten 10 Jahre, wo es darum geht, in dieser Region vom Innenstadtperimeter Frequenzen zu schaffen. Und Leute wie wir, die hier sind, die eine Idee haben oder Vereine, wie sie das können bewerkstelligen können, können das am Stadtbelebungsfonds, sprich am Vorort, eingeben und können durch das auch finanzielle Unterstützung für ihren Anlass kriegen. Der kann aber ein bisschen weiterdenken. Da geht es nicht einfach darum, ein Fest zu organisieren. Nein, es geht per se nicht um Fest. Es geht darum, dass wir auch mit innovativen Gedanken etwas machen können. Ich könnte mir auch vorstellen, zum Beispiel eine grosse Kunstausstellung hier in der Freien Strasse etwas machen können, wo wir auch an gewisse Sachen von Basel bereits anknüpfen können. Aber auch neue Ideen. Wirklich neue Ideen, die es vielleicht auch gar noch nicht gegeben hat. Wie meldet man sich da? Muss man da schon mit einem konkreten Projektbeschrieb vorgehen? Oder nimmt man auch einmal zuerst Kontakt auf mit euch, um das auch ein bisschen beschnuppern? Was du mir am Telefon erzählt hast, eben, man kann alles machen. Ja, was heisst alles? Also ich denke, es sind beide Wege möglich. Der eine Weg, mal wir telefonieren, dann können wir über die Idee mal plaudern, was ich auch sehr sympathisch finde, weil vielleicht gibt es da zusätzliche Gedanken. Aber wir können auch auf unserer Webseite kann man sehen, wie der Prozess muss funktionieren, wenn man das eingibt am Stadtbelebungsfonds, weil schlussendlich möchten wir eine finanzielle Unterstützung. Was macht du, Thomas, als Stadtentwickler so das ganze Jahr? Bist du dauernd dran, so kreative Ideen zu suchen oder vor allem Verknüpfungen zu schaffen? Ja, ich glaube, es geht viel auch um Netzwerk. Das ist immer sicher das eine. Aber jetzt mit dem Stadtbelebungsfonds darf ich Verantwortung wohnen als Verwalter von diesem Fonds. Aber es gibt einen 9-köpfigen Vorrat, der nachher über die Ideen, die eingegeben werden, auch befinden. Und die 9 Personen, die haben so ein breites Wissen, wenn es um Städte geht, dass wir wirklich eigentlich alles können abdecken und auch sehr, sehr gerecht natürlich, dass sie auch befinden und am Schluss auch entscheiden. Wo melde ich mich denn genau? Also gibt es da eine eigene Webpage oder geht das über die Stadt selber? Es geht über die Stadt selber, über die Stadtentwicklung. Da ist ein Teil davon dem Stadtbelebungsfonds. Und da ist alles ganz genau vorgegeben, wie man das machen muss. Und ich sage einfach, einen einfachen Weg gehen. Meine Telefonnummer, sie ist drin, direkt aufs Handy. Anrufen, wir plaudern darüber. Und dann kommt es gut. Ihr merkt, eine sympathische Person, nutzt die Chancen. Für alle, die es nicht gewusst haben, ich wiederhole es nochmal, Stadtentwicklungsfonds. Seit dem November steht das Geld parat, aber es braucht zündende Ideen. Und da ist der richtige Mann, der es mit euch umsetzen kann. Herzlichen Dank für die Infos. Danke auch, vielen Dank.